Also, kann auch sein, dass wir jetzt 3 Stunden laufen und gar nichts finden. Außer vielleicht irgendwelchen Lurkern, die wir verprügeln können. Genau das tun wir mal. Oh, ich bin schon in den reingelaufen, weil ich gerade weiter hinten was geguckt hatte. Bleib doch mal stehen und komm her. Na, geht doch. So, haben wir das auch? Die Lurker haben gar nichts für uns. So, gibt's denn hier eine Höhle unter dem Wasserfall? Das wäre doch so typisch irgendwie. Höhle? Nein, keine Höhle. Raus aus dem Krach. So, dann gucken wir uns mal die Ruinen hier an. Vielleicht haben wir hier ja irgendwas. Vielleicht aber auch nicht. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß doch gar nichts. So, hüpf. Schon wieder ein Lurker. Okay. Stirb! So. Haben wir das? Ach, wir sind schon wieder bei Trelis. Okay. Das ist ja schön. Dann haben wir uns jetzt einmal erfolgreich im Kreis bewegt. Ist doch auch was. So. Aber hier war doch irgendwo eine Höhle. Also, in der Höhle sind zwar nicht Waldläufer, aber ich bin mir sicher, dass irgendwo eine Höhle war zumindest. Das ist ja schon mal was. Aber nicht hier offenbar. So, mit allem Ernst an die Blutfliege ran. So, schön. Komm schon. Komm in dein Verderben. Yeah, ich hab's drauf, ohne getroffen zu werden. So, aber eigentlich wollen wir ja hier zum, genau dahin wollte ich, zum Bauernhof. Wir müssen nämlich noch hier Kunde geben, was denn ist eigentlich. Oder hatte ich das schon? Ne, das hatte ich doch schon, ne? Ja, was mache ich denn? Stimmt ja. Ich war doch schon und ich habe die auch nicht gefunden. So, wir gucken mal kurz hier, was... Ja, ich will jetzt nicht mehr von Dingens haben. Hier will ich hin. Westlicher Bauernhof. So, lesen wir uns mal kurz durch. Nee, das ist es gar nicht. Mit Waldläufern, genau. Oben in dem nördlichen Wald. Wir sind nach Norden gegangen, wir sind nach oben gegangen, da war kein Waldläuferlager. Also irgendwie hat es nicht so ganz gepasst. Naja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Osten. Habe jetzt gerade keine Lust mehr, hier nach irgendwelchen Waldläufern zu suchen. Wir gehen erstmal nach Osten und schauen uns die Tempelruine an und gucken, was wir da machen können. Und dann, ja, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht mache ich doch einfach mal Schluss für heute. Das wollte ich ja sowieso machen. Und ich spiele jetzt auch schon eine ganze Weile wieder, sehe ich gerade. Müsste schon 2,5 Stunden oder so am Schaffen sein hier. Ja, ja, ist ja gut. Ja, halt die Klappe. So. Meine Güte. Okay. Schönes Wolfsfleisch. Einmal fressen, bitte. Und einmal fressen, bitte. Und einmal laufen, bitte. Ja, sammeln kannst du auch noch ein bisschen. Wir haben schon lange nicht mehr Kräuterfee gespielt. Lalalala. Lalalala. So. Vorne S und hinten O. Wer das nicht wusste, tja. Gut, Osten. Ne, wir gehen nach Süden. Irgendwie sind wir falsch. Aber hier vorne ist auch eine Hütte. Da können wir eigentlich auch mal gucken gehen. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwelche Aufträge für uns. Immerhin sitzt hier eine ganze Bande von Bauern rum. So. Sklave, Huhn, Schwein, Sklave, Farmon und Kolk. Ah nein, Kohl heißt das. Okay. Hey, Fremder. Hast du was von den Rebellen aus Nemora gehört? Nein. Was willst du von den Rebellen? Vor ein paar Tagen waren einige von ihnen hier. Ich wäre gerne mit ihnen gegangen. Ich bin es leid, hier auf dem Hof zu arbeiten. Lieber ein Leben in Freiheit, als ein Sklave der Orks zu sein. Umbringen sollte ich dich. Was weißt du über Nemora? Nemora ist ein Rebellenlager im Westen. Die Jungs da oben sind wirklich gut organisiert. Weißt du, wo Nemora liegt? Ich war schon mal da, habe sie tagelang beobachtet. Doch ich hatte nicht den Mut, mich ihnen zu zeigen. Hätte ich's mal gemacht. Alleine würde ich nicht noch einmal versuchen, dorthin zu gehen. Du bist eine Püppi-Mensch. Ja, nach Nemora, das können wir später mal machen.
Heben wir uns erstmal auf. Was willst du auf meinem Hof? Wenn du gekommen bist, die Pacht einzutreiben, vergiss es. Die Rebellen haben hier schon alles ausgeplündert. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Alter, es muss doch anstrengend sein, so eine Stimme einzusprechen, oder? Rebellen überfallen harmlose Bürger? Dieses Lumpenpack versteckt sich nur in den Wäldern, weil sie nicht ordentlich arbeiten wollen. Wie willst du dein Tribut an die Orks zahlen, wenn du nichts mehr hast? Die Orks haben momentan andere Sorgen. Wenn du mich fragst, sind die Orks nicht mehr lange in dieser Gegend. Bald werden die Assassinen hier alles übernehmen. Und dann werden die Karten wieder neu gemischt. Die Assassinen wollen Mittelland übernehmen? Ach, was weiß ich schon. Jedenfalls habe ich hier in den letzten Wochen mehr Assassine gesehen als Orks. Nicht weit von hier im Süden beginnt die Wüste Varant. Ja! Sieh dir doch selbst an, welche Prachtbauten sie dort errichtet haben. Mir kann keiner weismachen, dass die Orks sie aus reiner Nächstenliebe gewähren lassen. Die Orks haben Angst vor ihnen. Das ist meine Meinung. Scheint dich nicht sonderlich zu stören, dass die Orks hier sind. Mir ist egal, für welchen Lebensherrn ich arbeite, König oder Orks. Irgendjemand ist immer Herr von Mittelland. Was ist jetzt mit deiner Pacht? Ich sagte doch schon, die Rebellen haben mich überfallen. Unsinn. Rebellen überfallen Orks oder Söldner der Orks, aber keine Bauern. Tatsächlich. Vor 2 Tagen kamen 3 Rebellen aus dem Westen auf meinen Hof. Der Kopf der Bande hieß Hengley oder so ähnlich. Er hat mit seinen Jungs meinen ganzen Hof auf den Kopf gestellt und alles mitgenommen, was er fand. Die Sau! Wohin ist Hengley mit deinem Gold verschwunden? Sie gingen nach Westen, von wo sie gekommen sind. Ah, dann muss er doch wieder nach Westen. Ach Mensch, ist ja anstrengend. Na gut, dann... Ach komm, was soll's. Hier, Typ Cole, zeig mir, wo eine Mauer ist. Halt! Ich hörte, die Rebellen haben Farmons Hof ausgebaut. Erst noch das. Na und? Mir haben sie nichts getan. Verstehe. Das ist heldenhaft. So, jetzt zeig mir endlich mal, ich wo eine Mauer ist. Animora. Das würdest du für mich tun? Ja, bitte. Endlich. Ich häng den Knecht an den Haken und werde Rebell. Meinst du, dass sie mich aufnehmen? Wir werden sehen. Okay. Sag mir, wenn's losgeht. Hier, geht los. Lass uns nach Nemora gehen. Alles klar. Folge mir. Ich hoffe, du weißt, dass ich im Kampf keine große Hilfe bin. Ja, ja. Solltest du schneller laufen. So, komm schon, lauf. Speichern? Hatte ich vorher, glaube ich, schon, ne? Naja, jetzt bleibt mir keine Wahl mehr, als das hier durchzuziehen. Schauen wir mal, wie es läuft. Und dann, wenn wir in Nemora jetzt schon, dann, also wenn wir jetzt schon nach Nemora machen, dann würde ich sagen, wenn wir dort sind, werde ich dann auch mal für heute beenden. Habe jetzt echt lang genug gemacht, die Folgen, die werden da erstmal wieder für ein bisschen halten. Denke ich mal so. Nur Cole. Cole Roulade. Cole Osada. Cole. Oh, wollte ich gar nicht. 1 Snapper, 2 Snapper, 3 Snapper. Okay. So macht man das. Ja, so wie ich, genau. Da. Ey! Das ist ja tückisch, wenn die grün sind. Die sieht man ja gar nicht. Ja, ja, ist ja gut. Kriegt euch mal wieder ein hier, ihr blöden Viecher. So. Besser du als ich. Richtig. Besser du als ich. Das werde ich beherzigen, mein Freund. Ja, warte mal, ich will erst noch Fleisch einsammeln hier. Kann ja nicht jeder von Luft und Liebe leben. Und im Gegensatz zu dir kämpfe ich ja auch, von daher brauche ich das schon. Mensch, querfeldein hier über irgendeinen Berg ist ja auch super. Wahrscheinlich haben sie den programmiert, einfach nur stur nach Westen gehen, immer den direkten Weg nehmen. Hey Snapper. Ach Mensch. Bleib doch mal stehen. Immer dieses blöde Zurückgeweiche hier. Ja, Schnauze halten da hinten. So, jetzt aber.
Komm schon. Das gut. Du jetzt davon. Haben wir den auch erledigt? Können wir jetzt gehen endlich? Komm, lauf. Oh. Lauf, kleine Kohle, lauf. Ich dachte mir, ich halt mal die Klappe, solange die Musik hier das schöne Gitarrenspiel ist. Einfach um es mal ein bisschen wirken zu lassen. Aber wenn ich hier gegen die Wölfe kämpfe, dann kommt ja sowieso wieder das doofe Getröte, das kennen wir ja schon. Da kann ich auch mal wieder quatschen, ne? So, jetzt könnten wir aber wirklich langsam mal ankommen. Ich meine, ist es denn hier? Wir sind ja jetzt wirklich schon eine ganze Weile unter... Ah, Wegs. So, da sind wir. Ich hoffe, die Rebellen werden mich hier aufnehmen. Danke, Frank. Hier, ich geb dir noch was für den Rückweg. Super. Möge Innos dich beschützen. Immer zu jeder Zeit. Hast du noch was für mich? Nee. Na dann, stirb! Hey, hör auf! Ja, wir speichern mal, Man weiß ja nie, was passiert. Am Ende vermissen die den schon. Ich weiß ja nicht, ob der schon dazugehört. Er wollte Rebell werden. Das hat er jetzt davon. So. Waffe weg. So. Schauen wir mal, ob das schon irgendwie hier was bringt oder ob die jetzt irgendwie schon böse auf mich sind. Auf jeden Fall erstmal die Orksöldnerrüstung abgelegt. So.